An dem ABK wurden ja dann auch die ein oder anderen verschwörungsmäßigen Vibes auch angehangen an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und da ist ja der Lovelock auch sehr krass im Thema, was das angeht. Wer bist du denn? Was hat er? Wer ist sie denn, Digga? Kuss geht raus an Sierra Kid. Einfach für die Süßness. Das Küchchen. What's up, man? How you feel, motherfucker? Aber ich find's halt einfach geil, wenn Leute einfach versuchen, real zu sein. Und das ist diese Art von Fakeness, die ich einfach nicht mag, Bro. Die zwei haben sich lieb, Digga. So auf Äußerlichkeiten und so drin geht, dass diese Mobber-Mentalität ist das so ein bisschen. Ich mag das nicht so, Digga. Ich bin der Highest im Club. Ich stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht. Zu zweit aus dem Club. Halt, stopp! Kurze Ansage an alle Leute, die es jetzt vielleicht in den Highlights sehen. Ich sitze hier nicht oberkörperfrei, weil ich flexen will oder weil ich irgendjemanden triggern will. Grüße gehen raus an Cynic an der Stelle. Ich sitze hier, weil ich in Mexiko bin, oberkörperfrei und weil es hier 35 Grad sind und brutal warm. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay. Oh shit. Warnung, dein Stream enthält urheberrechtlich geschütztes Videomaterial und wird daher möglicherweise vorübergehend gesperrt. Ich küsse dein Herz. So, schnell raus da, Digga. So, wie sollen wir das denn jetzt machen bei ABK? Da müssten wir jetzt eigentlich die ganzen... eigentlich müssten wir jetzt alle Videos durchgehen. Sollen wir da alle Videos durchgehen? Sollen wir jetzt das Neueste erstmal nur anschauen? Wir ziehen uns erstmal nur das neueste Video rein, Digga. Gucken mal. Ich bin im Thema und ich denke mal auch der Großteil vom Chat ist im Thema, oder? Seid ihr alle im Thema oder was? Eins im Thema. Meisten Leute scheinen im Thema zu sein. Ich fasse es mal noch ganz kurz zusammen, bevor wir jetzt reingehen. ABK ist gerade so ein bisschen, wie soll man sagen? Der ist gerade ein bisschen so im Clinch mit dem ein oder anderen Mainstream-YouTuber. Das hat alles angefangen mit einer Ansage von ihm, wo er mal so, ja, ich weiß gar nicht, wie das genau war, er hat halt über viele YouTuber geredet, hat ein paar Vermutungen in den Raum gestellt. An dem ABK wurden ja dann auch die ein oder anderen verschwörungsmäßigen Vibes auch angehangen an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und da ist ja der Lovelock auch sehr krass im Thema, was das angeht. Das haben wir natürlich auch schon hinter uns. Deswegen, ich kenne das, aber das war halt auch nochmal ein anderes Thema. Bei Klicks kaufen oder bei so ne Sachen, da äußere ich mich eigentlich nie zu, weil man da einfach nicht sicher ist. So. Weißt du, du weißt es einfach nicht. So eine Vermutung in den Raum zu stellen, ist immer schwer so. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich fühle ABK bei den ein oder anderen Leuten, wo er so ein bisschen seine Meinung zu abgegeben hat, auch so. Ich kenne den Mainstream-YouTube-Bereich gut. Ich habe da auch schon den ein oder anderen Clinch gehabt, in Anführungszeichen, mit dem einen oder anderen Kollegen, der auch mit ABK schon seine Auseinandersetzung hatte und habe dann auch gemerkt, wie die so ticken und was die so alles, wo die zu alles zu bereit sind und ja, wir labern nicht zu viel rum und gehen rein in die Nummer. Tachchen. Leute. Wer bist du denn? Was hat er? Wer ist sie denn, Digga? Warte mal, wie ist mit der Lautstärke, Freunde? Sind wir drin? Vielleicht Hurensohn sein, aber dann ja, also... Okay, ABK, also wenn das so ist, dann gib mir mal die Nummer deiner Mutter, denn ich hab Bock. Also er macht sich in meinen Augen immer und immer und immer unsympathischer. Also für mich ist schon mal ein kleiner Teil von erfolgreich sein, menschlich sein, und das fehlt bis jetzt bei ABK komplett. Der hat das alles auch davor dann ernst gemeint. Max dachte, das wäre ein Prank. Boah, das ist wirklich diese Friend-Group bei ABK, ist ein richtiger Circle-Jerk, hab ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen so diese so Südländer-Mentalität, finde ich. ABK ist leer. Diese Aussage schon teilweise am Anfang, Digga, so... Ach du heilige Scheiße. Intervention. Boah, das ist eine ganz schwierige Nummer. Es gibt so Leute, kennt ihr das? Es gibt so Menschen, die einen einfach triggern, Digga. Bei ihr ist es ähnlich. Lehramt, er studiert noch. Das triggert mich, Bro. Also es gibt ja viele, die sagen, ey, ABK ist ultra intelligent, so, der hat studiert, der hat Abi, der hat... Ich sehe nichts. Seitdem ich dieses Video auf YouTube gemacht habe, wurde als wäre ich Hauptbahnhof geworden. Jeder muss auf einmal durchlaufen. Guckt mal, wie... Hautz, einer ist Frankfurt geworden, na Mann? Leute untereinander zusammenhalten und mich dann dafür kritisieren, dass ich mich öffentlich bei ein paar loyalen Leuten von mir bedanke. Wenigstens spiele ich mit offenen Karten und sag direkt, diese Leute sind loyal, die halten zu mir, anstatt das so hinterhältig untereinander wie ihr zu machen. Und an dieser Stelle möchte ich mal wieder kurz die Loyalität... Das habe ich auch gesehen im letzten Video, dass ABK so ein, zwei Leute hervorgehoben hat und gesagt hat, so korrekt, dass ihr zu mir steht, hinter mir steht oder euch dazu äußert so und einfach auf meiner Seite seid, Digga. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, Digga. Also ich finde das auch eher so geiler, wenn er es einfach anspricht und sagt so, ey, danke für den Support, danke, dass ihr hinter mir steht. Auch, guck mal,
wenn du ein Fan von jemandem bist, wenn du jemanden magst, jemanden supportest, jemanden feierst, Digga, dann stehst du auch hinter dem, wenn er mal Scheiße baut, Digga, weißt du, das ist ein richtiger Supporter, ein richtiger Fan, ein richtiger, das ist richtige, echte Community, so, die auch hinter dir stehen, wenn du mal Scheiße baust oder wenn du mal was Falsches gesagt hast oder keine Ahnung, weißt du, wie ich meine, so, und das kann man auch hervorheben, den Leuten kann man auch dankbar sein, weil kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler, jeder tritt mal ein Fettnäpfchen rein, so, aber wenn du dann, nur weil zum Beispiel ganz Mainstream-YouTube jetzt auf dir rumhackt, dann auch auf ihm rumhackst, so, dann bist du halt auch kein richtiger Fan, kein richtiger Freund, kein richtiger Supporter, so. Das ist meine Meinung. Kids-Karte spielen und mich bei jemandem ganz besonders bedanken, nämlich bei Sierra Kids. Ich mag ABK. Und ich Oh shit, Sierra then, man. ABK. Er hat mir zu einer Zeit, wo es mir sehr, sehr scheiße ging, sehr, sehr dreckig ging, hat er mir sehr viel Kraft gegeben mit seinen Videos. Ich habe seine Videos sehr, sehr gerne geguckt. Einfach, das war so, wie als hätte ich so einen Freund da gehabt bei mir, obwohl ich gerade keinen Freund bei mir hatte, weil ich habe seine Videos gehabt und ich konnte das schauen. Natürlich versuche ich ihn auch... Voll süß, Digga. Kuss geht raus an Sierra Kid. Einfach für die Süßness. Weil ich möchte nicht, dass Menschen schreiben, der ist ein Idiot oder der ist vollkommen dumm oder der ist dies. Das möchte ich nicht, weil ich mag ihn und ich möchte nicht, dass Leute so über ihn reden. Guck mal, was ein loyaler Supporter das ist. Ich küsse seinen Augapfel und leck mit seiner Wimperntusche rum. Ist mir egal. ABK. Wimperntuschi-Vibes? Wenn ihr Zeit habt, erster Link in der Beschreibung. Lasst dem ein bisschen Liebe da und jetzt können wir weitermachen mit dem... Komm, Digga, gehen wir mal hier rein, Digga. Lassen wir dem auch ein bisschen Liebe. Das war süß, Digga. Das fand ich süß jetzt. Boom. Okay. Auf süß. Und jetzt können wir weitermachen mit den Gesichtern. Damals als... Anspuck it in, man. Die Thematik mit Mero war, da haben sich alle darüber lustig gemacht. Leider ist es in der Deutschrap-Szene relativ normal geworden, dass man einfach irgendeinen Scheiß schreibt, weil sich die Kacke halt sowieso verkauft. Und wenn nicht, dann sorgt halt... Das Küchchen. What's up, man? How you feel, motherfucker? Dafür. Aber kaum wird man YouTuber beschuldigt, kommt auf einmal aus dem Nichts irgendeine Streamerin an. Mit ihrer hinterhältigen Fresse, die mir schon von Anfang an nicht gepasst hat, Alter. Die nicht mal im Entferntesten etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Das Ding ist, es ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit nur Leute zu beleidigen. Auf die Art und die ganze Zeit zu sagen, du Hurensohn, du Hurensohn. Hat der ABK studiert? Vielleicht Hurensohn sein, aber der ja, also... Und guck mal bitte jetzt, ob nur ein einziger YouTuber irgendwie was gesagt hat, von wegen, boah, warum beleidigt die Reefed ABK? Am Ende des Tages wird es eh wieder heißen, ah, der Reef. Reefed? Reefed, oder was? Wer von euch kennt denn die? Was macht die denn? Ist auch eine Streamerin, wa? Ist der Einzige, der beleidigt. Ihr habt mit meinem ganzen sozialen Experiment bewiesen, dass ihr offiziell kein Stück besser seid. Aber... Kurze Ansage an alle Leute, die es jetzt vielleicht in den Highlights sehen. Ich sitze hier nicht oberkörperfrei, weil ich flexen will oder weil ich irgendjemanden triggern will. Grüße gehen raus an Cynic an der Stelle. Ich sitze hier, weil ich in Mexiko bin, oberkörperfrei und weil es hier 35 Grad sind und brutal warm. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Als ABK Army könnt ihr sowieso nicht sein. Ich hab die krassen Soldaten auf YouTube Deutschland. Die haben euch einfach alle geballert. Ey, davon distanziere ich mich. Das finde ich an dieser Stelle gar nicht korrekt und auch nicht lustig. Also das finde ich echt, echt gut, ABK Army. Da muss man sich an manchen Stellen auch wirklich zusammenreißen und nicht... Du Assi, Digga. Ding ist, es ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit nur Leute zu beleidigen. Und nachdem mich diese Streamerin so beleidigt hat, habe ich daraufhin sie zurückbeleidigt. Dann kommt noch so ein Sch*** aus der Ecke an. So ein Neek, rechtes Ei von Iblasi. Wieder so jemand, der nichts mit der ganzen... Ich kenne halt die ganzen Leute auch nicht, ne? Muss man ganz ehrlich hier an der Stelle zugestehen. So, ich habe die Leute nicht auf dem Schirm, ich kenne die nicht. Iblasi, keine Ahnung, wer das ist. So, keine Ahnung, wer... Neek Meek ist, keine Ahnung, wer diese Streamerin ist. Ich kenne von denen eigentlich nur ABK. Sache zu tun. Und das Küchchen. Und muss meine Story nehmen und die posten auf Twitter und sagen, ey Leute, gib dem Typen keine Aufmerksamkeit. Und dann kommt irgendein Tim Jacken und bläst dem nochmal den Tanz und sagt, ja, ja, stimmt, der ABK ist nur am Beleidigen. Was aber keiner von denen gesagt hat, ist, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Der Einzige, der zu mir stand, war wieder Montana Black. Weil hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Nämlich nachdem sie mich als Hurensohn beleidigt hat. Diese YouTube-Bastarde reißen gerade alles aus dem Kontext, einfach nur um gegen mich. Monte, bester Mann, Kuss geht raus, Digga. Du hättest Land im Jacken, du Aachener Junkie, du hast durch mich auf YouTube Geld gemacht. Iblali. Ach so, scheiße, Digga. Haut's, na Mann? Wusste ich nicht, Bruder, sorry. Sorry an Iblali. Wenigstens demnächst bisschen Trinkgeld. Der hat doch gesagt, ja okay, der hat es dann gesagt, um ihn zu triggern, sorry, Digga, da war ich jetzt ein bisschen lost gerade.
Grüße an Trimix. Besten bestellt. Ja. Und dann auch aus dem Nichts. Shirin Asami. Ich habe immer irgendwelche Probleme mit Shirin. Shirin Asami? Und dann auch aus dem Nichts. Shirin. Tachchen. Who's that? Shirin David macht aus den Mädchen eine Kach. Kein nettes Wort. Asami. Ich habe immer irgendwelche Probleme mit Shirins. Dann kommt Shirin Asami an und redet über ein Video, was ich vor 3 Jahren gemacht habe und mischt das mit dem Video, was ich vor 1 Monat gemacht habe, in dem ich mich über Nika Irani abgefuckt habe, die Samra zu Unrecht beschuldigt hat. Shirin Asami, jetzt aber musst du auch Videos gegen mich machen, ne? Aber damals auf WhatsApp war ich noch dein Anwalt. Wallah, die hatte Probleme mit irgendwelchen Verträgen. Ich war derjenige, der dir geholfen hat, damit die nicht Palaver bekommt. Hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Unterlassungsklage da erstmal nicht unterschreibst, weil es... Ey, ABK ist auf jeden Fall, ABK ist auf jeden Fall immer am Start, Digga. Ich habe ABK auch das ein oder andere Mal auch privat geschrieben, wegen der ein oder anderen Sache, und der antwortet immer und so und ist voll korrekt und so, macht nicht auf irgendwie Dinge so. ABK ist korrekt. Und da schreibst du dann, verpflichtest du dich nämlich ihren Anforderungen. Ich habe dir sogar damals Tipps gegeben. Ich weiß auch noch, dass ABK damals, wo er, glaube ich, noch gar nicht richtig YouTube so am Start war, immer auch meine Videos kommentiert hat, so. Wo ich noch Straßenvideos in Mannheim, meine erste Live-Reaktion von der Straße, ApoRed und so, diese Videos hat er immer kommentiert gehabt, so. Immer irgendwelche witzigen Sachen drunter geschrieben und so. War ich schon lange am Start auch. Diesen bürokratischen Behördenkram, damit ihr mal nach Deutschland kommen kann. Und jetzt, wo sie sieht, dass alle gegen mich hetzen und sonst was, muss sie auch noch draufspringen und hinterher treten. Wer mich auch bei der ganzen Sache... Bruder, der ist es. Genau, einer schreibt gerade rein, ABK ist mindestens ehrlich, wo viele falsch sind. Genau das schätze ich halt doch immer bei Leuten, wenn die einfach halt ehrlich sind, real sind, echt sind. So, man muss nicht alles feiern, was diejenigen machen. Man muss nicht da, weißt du, man muss nicht mit allem d'accord sein. Man muss auch nicht alles selber machen, was die machen und so. Aber ich finde es halt einfach geil, wenn Leute einfach versuchen, real zu sein, Digga. Und davon gibt es noch eine Handvoll, Digga. So. Versuchen echt zu sein, so zu sein, wie die sind und halt kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern euch halt die Person zeigen, die sie wirklich sind, damit ihr auch wisst, wem ihr da folgt, so. Bei vielen Leuten ist es leider so, dass die euch eine Person zeigen, die sie eigentlich gar nicht sind und die ihr dann feiert und ihr folgt und supportet und macht und tut. Und es ist alles basierend auf Fakeness, Heuchlerei und fucking Money-Geilheit einfach nur so. Das finde ich halt nicht geil, Bruder. Fakt hat, und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, auch wenn ich den Baby Kami, Simon Unge, dick von dem enttäuscht, der fängt auch einfach an Harak. Haut's einfach rummachen? Zu machen und irgendwelche Scheiße zu labern. Zum Beispiel sagt er irgendwie in einem Stream Folgendes. Sagen, ey. Die waren doch eigentlich Homies, ne? ABK und Unge. Da habe ich mal irgendwas gesehen, dass die zusammen irgendwie so richtig, so viele Videos gemacht haben, Digga. So richtig viele. Stimmt's oder habe ich recht? Ace Moves über einen Menschen aus. ABK haut in seine eigenen Videos. Ja, er haut Spendi in die Pfanne. Raus. Einfach einen Snitch, einen 30er-Move macht und ihn dann halt verrät. Das fand ich eigentlich auch, muss ich sagen, traurig. Keine Ahnung, dieses Gesnitchen muss nicht sein. Ich kann nur jedem YouTuber-Streamer, der das hier sieht, in seinem Leben, auch ABK, du hast mir auch private Sachen anvertraut. Ich kann nur jedem sagen, jeder, der mir irgendwas Privates anvertraut hat, ich werde niemals, auch selbst wenn wir den schlimmsten Streit haben, ich würde niemals Sachen, die mir privat anvertraut wurden, würde ich niemals dann sagen, ja, übrigens, er hat mir das privat anvertraut. Der findet das nicht cool, dass ich Spendi verraten habe. Was war denn damals mit Miguel Pablo? Wo du und viele andere YouTuber mich doch dafür kritisiert haben, dass ich Miguel Pablo nicht verraten habe. Ich bin enttäuscht. Und wenn ABK was davon wusste, bin ich, muss ich auch sagen, von ABK ein bisschen enttäuscht. Aber ich verstehe nicht, warum er mir nicht einfach gesagt hat, Simon, Miguel ist nicht schwul. Wahrscheinlich, weil er denkt, ich würde es dann leaken. Wahrscheinlich wäre es auch so gewesen. Ich hätte nämlich auch geleakt. Hätte ABK mir gesagt... Der hat doch eben noch gesagt, er würde niemals irgendwas... Was jemand mal privat sagt, nicht sagen mäßig, Digga. Haut's. Miguel Pablo ist nicht schwul, hätte ich das nicht privat gehalten. Bruder. Wow. Tu navegador realmente dejó pasar este anuncio. Cambia, baby, anuncios como este. Como este, bro. Serán desactivados automáticamente. De hecho. Automáticamente eren, man. Auf jeden Fall, ja, krass, Digga, das war ein bisschen kacke, Digga, so, ne? Da hat er halt einfach irgendwie die Doppelmoral-Vibes geschoben, so. Was auch mal passiert, Digga, man kann nicht immer, weißt du, man sagt manchmal Sachen und dann sagt man Sachen, die dem widersprechen, dann schneiden das Leute zusammen und dann sieht es so aus, es ist mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal passiert. Nur muss ich sagen,
So, ich habe eigentlich generell so, gegen Unge habe ich nichts. Unge ist vegan, Digga, das ist schon eine Sache, die uns connectet auf jeden Fall. Aber generell von diesen Leuten finde ich halt nicht so nice, dass die halt, die reden halt immer, also ich habe immer das Gefühl, dass die so reden, dass die halt immer so krass gefallen einfach so. Dass die immer das sagen, was jetzt in dem Moment so richtig gut ankommen würde so. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, man sagt halt immer das, was gerade so richtig geil bei den meisten Leuten, die im Chat sind oder das Video sehen, was da ankommen würde so. Und das ist diese Art von Fakeness, die ich einfach nicht mag, Bro. So, sei einfach ehrlich, Digga, wenn du so bist, sag so, wenn du so bist, übertreib nicht. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Mal auch schon übertrieben, kann ich mir vorstellen. Irgendwo, wenn eine Kamera an ist oder wenn man redet, dann verstellt man sich immer irgendwo so ein bisschen. Aber versuch im Kern real zu sein und sag die Sache, so, weißt du, was ich meine, so? Da fängt's doch an, Bruder, weißt du, da fängt's für mich an, wenn du YouTube anfängst, wenn du dich vor eine Kamera hinsetzt, wenn du irgendwie Streams machst oder so, da fängt's für mich an, Digga. Du musst versuchen, immer echt zu sein, Digga, so. Das ist für mich das A und O, weil wenn du das versuchst, dann machst du auch keine Scheiße, so, weißt du? Dann versuchst du halt immer echt zu bleiben, so. Und da, es ist halt schon so weit gekommen, dass Leute sich halt hinsetzen. Ich frage mich, und das frage ich mich halt wirklich, Digga. Es gibt Leute, die im Internet andere Leute beleidigen oder fertig machen, zu denen sie, also so im Real Life würden die das niemals machen, würden sich nicht trauen. Aber im Internet trauen sie sich das. Und das werde ich niemals nachvollziehen können. Wie kann das Internet jemandem Eier geben, so? Wie funktioniert das? Es geht mir einfach psychisch, also es geht mir einfach in mein Gehirn, in meinen Kopf, das geht mir nicht rein. Das, wieso das Internet, Bruder, wie kann das Internet jemandem Eier geben, so? Wie funktioniert das, Bro? Das kann ich nicht verstehen, Bruder. Also, das werde ich nie verstehen. Also ich finde, dass man einfach im Internet der gleiche Mensch sein sollte, den man auch im Real Life verkörpert und man halt immer auch versucht, im Internet das zu sagen, was man auch im Real Life sagen würde, um nicht zu verstellen und nicht da was zu behaupten oder was zu tun, was du im echten Leben nicht machen würdest. So. Und ich werde es niemals nachvollziehen, wie Menschen das machen können. Niemals. In dem hier Loyalitätsfilme. Oder umgesagt auch hier Folgendes. Selbst wenn Trimax alles fake, was er macht, wen juckt das? Ja, Bruder, bei Trimax ist egal, auch wenn der alles faked. Warum ist es dann bei UpRed nicht okay? Warum? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe mir die Reaktion von Tim Gabel und InScope 21 reingezogen auf das erste ABK-Video, wo alle sich dann drüber lustig gemacht haben und den verschwörungsmäßige Vibes anhängen wollten. So. Und da haben die dann auch gesagt, ja, ist doch scheißegal, wenn das fake ist und wenn der spielt und wenn er seine Lostness faked und dies, das. Er macht ja nichts Böses damit und so, bla bla bla. Aber dann gibt es so Leon Machers. Ich habe direkt an Leon Machers gedacht oder an Prank Bros oder wie auch immer die alle heißen, die gefakte Sachen gemacht haben, wo sich alle krass drüber aufgeregt haben und jeder Streamer, YouTuber eine Reaction drüber machen musste und sagen musste so, ey, die sind voll Ding, das ist voll Fake und die verarschen euch und die machen dies und die machen das. Aber wenn ein großer Streamer seine Lostness faked, dann ist nicht schlimm. Dann bei Prank Bros nicht okay. Warum nicht bei Leon Machers? Warum nicht bei diesem Miguel? Da juckt das auf einmal ganz YouTube Deutschland. Ich schwöre, genau so habe ich auch gedacht. 100 Videos gegen die, weil die irgendwas faken. Oh ja, oder dieser Ibladi. Damals war ich sogar noch Fan von dem. Walla, das ist aus wie der Tod, Bruder. Kennt ihr diese Leute, die früher als Kinder Stars werden? Danach seht ihr so nach 10 Jahren ein Foto von denen, die als Erwachsene aussehen. Und dann seht ihr so voll kaputt, voll zerdetscht, Crystal Meth, alles genommen. So sieht der aus, Bruder. Ey, wirklich dieses. So eine Sache mag ich halt nicht so, Digga. Da muss ich auch ehrlich sein. So eine Sache, wie man dann so auf Äußerlichkeiten und so drin geht, so, weißt du, wie ich meine? Ich mag das mal so generell. Ich mag das, diese Mobber-Mentalität ist das so ein bisschen, ich mag das nicht so, Digga. Ich finde das nicht geil, Leute zu entlarven, Leute irgendwie dumm hinzustellen oder sie wegen ihren Äußerlichkeiten oder weil die mal was, weißt du, wie ich meine? Das mag ich nicht so. Das mag ich nicht so. Ist das schlimmste ABK-Video, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, ne? Ich wünschte, ich könnte 5-mal Dislike geben. Ich wünschte, ich könnte 5-mal Dislike, ne? Dann kannst du aber nicht. Und Blasi, fahr bei mir gar nicht diese Filme, weil ich bin nicht deine Ex-Freundin, dass du denkst, du kannst nachher bei mir Psycho-Filme machen. Dieses Blasi ist schon witzig, Digga, ne? Bei mir wird andersrum. Ich mach die Psycho-Filme bei dir. Und jetzt auch nicht nur an denen, an alle anderen YouTuber auch. Fühlt euch ja nicht zu sicher in eurer Internet-Steckdosen-Welt da, Alter. Der ganze hungrige Hugo und sonst was, die jetzt alle denken, ha, ich mach jetzt Meme aus ABK, damit wir den nicht mehr ernst nehmen. Ja, hungriger Hugo, hä? Haben die dich auch gefickt. Sehe ich ein paar Streamer machen Video. Ich möchte nicht mehr in den Videos von hungriger Hugo vorkommen und so, dies, das. Warum? Weil die Geld gerochen haben. Weil die gesehen haben, boah, Memes läuft gerade. Damit kann man Geld machen. Ich glaube, ich hab dir sogar noch auf diese Idee gebracht, mit Meme-Kanäle Geld zu machen. Immer mehr Streamer haben weniger Bock, in andere Videos vorzukommen, obwohl diese Streamer teilweise auch von Reaction-Content leben. Und noch so ein Klaui, der sich einmischen musste. Wieder mal Kuchen-TV. Walla, mein Ziel. Unser Homeboy, Digga. Die Küche-Vibes, Digga. Schauen wir mal.
YouTube war es immer, meiner Mutter ein Haus zu kaufen. Stattdessen habe ich KuchenTV ein Haus gekauft, so viele Videos, die der über mich gemacht hat. Das ist so, als würde ich Unterhalt für seinen Sohn zahlen. UnsympathischTV hat übrigens auch auf das Video reagiert und ABK folgendes Angebot gemacht. Wenn du magst, kannst du gerne nach Stuttgart kommen. Wäre ja eigentlich mega korrekt, wenn er das annehmen würde, ne? Allerdings wird das wahrscheinlich das gleiche wie mit dem Kaffee und Kuchen. ABK wird sich halt einfach nicht trauen. Leute im Internet fronten ist okay, aber dazu zu stehen und das Ganze im Real Life zu klären, da hat er nicht die Ex für. Junge, ich will mich nicht mit dir treffen. Was verstehst du daran nicht, Alter? Seit Januar geht der mir... Der Beef ist auch krass emotional aufgeladen, ne? Hängt ab und zu, sagst du? Jedes Mal, na treffen, ne? Ich will nicht. Ich schwöre wie so ein älterer Mann, der so ein kleines Kind gerade ins Auto zwingt. Ich hab Nein gesagt. Akzeptier das doch. Ich will einfach nicht. Ich will, dein Gesicht macht mich aggressiv. Ich will nicht gegenüber von dir sein. Und dann immer diese scheiß Begründung. Die zwei haben sich lieb, Digga. Er hat keine Eier. Was für keine Eier? Wegen was? Wegen dieser scheiß YouTube? Wegen was, Digga? Oh mein Gott, ich sag was Falsches im Interview, argumentativ, der fickt mich, ich kann nicht reden und dann, Leute lachen mich aus und so. Das, oh, der Arme, Miskin, der denkt, ein paar Leute deswegen ein paar Kommentare machen, ist der hässlich, Bruder, da hab ich schon so leichte Cringe-Vibes manchmal, wenn der zu eklig wird, so. Leicht, an der Stelle. Natürlich, an der Stelle. Und eins in den Chat, wenn ihr einen Talk feiern würdet von Kuchen und ABK. Kuchen und ABK in einem Raum, Digga, wie die miteinander reden. Safe Schlägerei, Bruder. Gänsehaut, diese YouTuber, wie die dadurch definieren, die Armen. Da haben mir sogar 10.000 Euro geboten, damit ich mich mit dem treffe. Und Mann, als ob ich so eine käufliche Hure wäre und dann wie ein Bastard direkt zu deinem Interview ankomme, Alter. Aus Prinzip kriegst du mich nicht wieder in Interviews. Und UnsympathischTV reagiert, da sagt er mir sowas. Für mich ist schon mal ein kleiner Teil von erfolgreich sein, menschlich sein, und das fehlt bis jetzt bei ABK komplett, das kann ich auch an der Stelle sagen. Wallah, du Haartransplantation aus Türkei, wallah. So eine Sätze muss nicht sein, Digga. Nimm sie argumentativ auseinander, Bro. Scheiß auf diese Äußerlichkeiten, Digga. Ich mag das nicht, weil ich ja auch schon selber wegen meinen Äußerlichkeiten das ein oder andere Mal in Stress hatte, so. So, deswegen, I don't like that, man. Jetzt sagen sie, ich bin kein Mensch, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, dass du Klicks kaufst. Und was er da erklärt hat, Wallah hat gar nichts zu tun mit dem, was ich gesagt habe. Dein Kollege Spendi hat zu mir und meinen Kollegen gesagt, dass aktiv für dich Klicks gekauft worden. Auf eine Scheiße zu erzählen mit, da wurde über AdSense, dass man kann nicht nur Klicks und Likes kaufen, man kann sogar Watchtime kaufen. Ich kenne doch sogar Leute... Bro, keine Ahnung, Digga, da bin ich raus. Keine Ahnung, wer da mit wem irgendwas Klicks kauft oder nicht kauft oder so. Das eigentlich juckt mich das auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Die sogar Klicks kaufen können und Watchtime und alles. Weil wenn man Placements macht, Leute, muss man alle Statistiken dahin schicken. Alter der Abonnenten, deine Watchtime, deine Klicks, monatliche Klicks, alles musst du denen zeigen. Denkst du, eine Firma bucht dich, wenn die sehen, 30 Sekunden gucken die Leute deine Videos, dann wissen die doch, Placement zieht gar nicht, weil du meistens ein Placement erst nach 1-2 Minuten im Video einbaust. Das, was du auch sagst, nach dem Motto... Yes, Mark, der ist schon sehr, sehr groß, Digga. ABK ist auf jeden Fall am Start, Bro. Über 1 Million Abonnenten, oder? Ja, 1.090.000, Bro. Der ist schon da, Digga. Das hat die Firma gemacht, dafür haben die meine Zustimmung nicht gebraucht. Sie kennen, die haben deine Zustimmung nicht gebraucht. Recht am eigenen Bild, Asahbi. Das, was der da erklärt hat, das kenne ich doch. Asahbi. Meinen Verträgen auch stehen. Manchmal, wenn ich Placements mache, dann rufen mich die Firmen an und sagen, ey, wir machen das jetzt folgendermaßen, wir möchten jetzt Media Buy bei dir buchen. Wir geben dir jetzt nochmal eine kleine Summe, damit die Werbung von deinem Video vor anderen Videos als Werbung läuft auf YouTube. Deswegen gab es auch manchmal Leute, die haben Videos auf YouTube geguckt, dann lief da auf einmal das Placement von mir. Das ist, weil die Firma mich schon mal extra gebucht hat, mit einer Extrazahlung. Es gab aber auch Firmen, mit denen habe ich zusammengearbeitet, die haben mich schon direkt von Anfang an einen Paragraphen eingebaut, wo drin stand, Media Buy für einen Monat. Nach diesem Placement haben wir einen Monat lang direkt... Kenne ich mich überhaupt nicht aus, Digga. Ich glaube, ich habe noch kein Placement gemacht bis jetzt. Also so ein typisches Placement. Ich habe nur so mit DevShop gearbeitet, mit Sek Plus gearbeitet, immer mit so echten Produkten gearbeitet. Noch nie für ein Game oder für irgendwas Placement gemacht, so. Noch nie. Nur langfristig bis jetzt. War nie so mein Ding. Ich habe am Anfang sehr viele Gaming, so Apps und so ein Scheiß. So, ich habe da immer ein komisches Gefühl bei gehabt. Immer gedacht so, nee, Digga, fühle ich nicht. An deinem Video und dürfen das da verbreiten. Hätte ich mal machen sollen an der einen oder anderen Stelle, dann hätte ich jetzt auch mehr Money. Würden jetzt ein Hater sagen. Wir
wir wollen, vor anderen Videos auf YouTube, bla bla bla. Das ist das, aber dafür haben die auch meine Zustimmung gebraucht. Und unsympathische Frau, jetzt nochmal an dich persönlich, was ich halt komisch finde, wenn ich auf deinen Kanal gehe und auf größte Beliebtheit klicke, guckt mal bitte, wie oft sich diese Zahlen hier wiederholen. Bei unsympathische Frau kommen halt meiner Meinung nach manche Klickzahlen verdächtig oft vor. Und das wollte ich mit meinen Zuschauern einfach auf meinem Kanal teilen, weil es ja immer noch mein Kanal ist, wo ich meine Meinung frei äußern darf. Genauso wie Leute damals bei Miguel auch gesagt haben, ey, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Oh, Meinung frei äußern, schwer in Deutschland, Bro. Also da musst du schon Obacht haben. Obacht, meine lieben Freunde. Dem Outing und so und so. Das ist doch normal, dass man an manchen Dingen ein bisschen zweifelt. Genauso wie ihr wollt, dass alle Leute eine eigene Meinung haben, darf ich doch auf meinem Kanal meine eigene Meinung aussprechen und auch meinen Verdacht schöpfen, wenn ich meinen Zuschauern ganz klar sage, dass es nur eine Spekulation ist und ich nur denke, dass es eventuell stimmen könnte. Deswegen an diese ganzen Heuchler-Hurensöhne, ihr braucht euch jetzt gar nicht mehr wundern, wenn ekelhafte Videos über euch kommen, weil jetzt habt ihr mich offiziell auf diesem Level. Bobby, ich gehe gleich drauf ein, wenn das Video fertig ist. Ausgefordert und jetzt spielen wir auch weiterhin auf diesem Level. Und ich habe Bock darauf. Mir wird das Spaß machen. Der hat Bock, Digga. Das sieht man ihm auch an. Das sieht man in seinen Augen, Bruder. Der hat Bock, Bro. Der will, Digga. Der will rein da in die Masse, so. Die Frage ist nur, wie lange werdet ihr das aushalten? Yes, Digga. Der war das. Das war das ABK-Video. Haben wir mal drauf reagiert, Freunde. Was ist denn eure Meinung zu dem ganzen Thema?